Meine letzte berufliche Seereise begann mit einem Flug von Hamburg nach Livorno in Italien. Dort lag das MS Brognes, ein sogenannter Bulk Carrier, also ein Schiff, das speziell für die Schüttladung gebaut wurde. 1976 in Japan gebaut, hatte das Schiff bei einer Länge von ca. 180 Metern und einer Breite von ca. 30 Metern eine Wasserverdrängung von 20.164 BRT. Die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug ca. 17 Knoten. Nach der Ankunft in Livorno wurden wir zunächst für 2 Tage im Hotel Excelsior untergebracht, weil das Schiff noch auf dem Weg dahin war. In Livorno selbst lagen wir gerade mal einen Tag und während ich an Bord meine Funkanlage testete, erlebte ich beim Abhören der Notfrequenzen sogleich die Rettungsaktion mit, die atlantikweit lief, als das Hapag-Lloyd-Schiff München mit allen Besatzungsmitgliedern in einem fürchterlichen Sturm an unbekannter Position total verloren ging. Noch im Hafen liegend wurde von der Besatzung eine erste Feuerschutzübung veranstaltet, um den Ablauf im richtigen Notfall zu beherrschen. Dann ging die Reise los, durch die Straße von Messina zunächst über das Mittelmeer bis nach Port Said in Ägypten. Hier war die Durchquerung des Suezkanals geplant. Die Fahrt durch den Suezkanal dauert ca. 16 Stunden. Und verkürzt den Seeweg nach Ostasien und Australien um viele Tage, den man sonst um das südliche Afrika nehmen müsste. Entlang den Ufern des Kanals sah man noch viele deutliche Spuren des sogenannten Yom Kippur-Krieges zwischen Israel und Ägypten. Viele zerstörte Gebäude und Wracks von Panzern und Geschützen säumten die Uferbefestigungen.
Schließlich erreichten wir circa in der Mitte des Kanals den großen Bittersee. Hier wird für einige Stunden Halt gemacht, um den Konvoi aus der Gegenrichtung passieren zu lassen. Am Kanal selbst ist wenig Spektakuläres an besonderen Naturschönheiten oder Ähnlichem zu sehen. So ist die Durchfahrt eigentlich ziemlich unspektakulär, teilweise sogar langweilig. Im südlichen Teil bekommt man nur Wüste zu sehen. Nachdem wir den Kanal bei Suez verlassen hatten, durchquerten wir zunächst das Rote Meer und dann den Indischen Ozean Richtung Australien. Dabei passierten wir die sogenannten Kokosinseln in der Nacht und wir an Bord spekulierten darüber, ob die Bewohner dort wohl Kokonesen oder Kokonuten und die der benachbarten Weihnachtsinsel entsprechend genannt wurden. Bei meinen Recherchen über diese Inselgruppe erfuhr ich, dass dort, obwohl bis dahin britisches Hoheitsgebiet, eine einzige Familie in feudalistischer Weise herrschte und alle anderen Bewohner sogenannte Leibeigene waren. Erst 1978 erwarb Australien dieses Atoll und es wurden demokratische Verhältnisse eingeführt. Nach 24 Seetagen war unser erster Hafen Geraldton im mittleren Westen des westaustralischen Bundesstaates. In nur wenigen Stunden jedoch bekamen wir unsere Ladung Salpeter, sodass keine Landgangsmöglichkeit bestand.
Weiter ging die Fahrt in südliche Richtung und wir erreichten nach ca. 2 Tagesreisen den Hafen Bunbury am südlichen Ende Westaustraliens. Aber auch hier lagen wir zum Laden nur wenige Stunden, die ich allerdings nutzte, um zum Seemannsheim zu gehen, Paula zu Hause in Deutschland anzurufen und einige Souvenirs zu kaufen. Von Bunbury aus ging es noch einmal wieder nordwärts nach Fremantle in der Nähe der Hauptstadt Perth. Doch auch hier blieben nur wenige Stunden, um kurz den Seemannsclub aufzusuchen, damit man sich wenigstens mal die Beine ordentlich vertreten konnte.
nachdem wir bei drei Häfen mit insgesamt einer Liegezeit von nur 4 Tagen beladen waren, traten wir die Heimreise nach Europa an und uns standen erneut 36 Tage bevor, die wir ausschließlich auf See verbrachten. Nun ging die Reise zurück, jedoch um das südliche Afrika herum, statt durch den Suezkanal. Um das Bordklima bei Laune zu halten, wurde, solange es das Wetter zuließ, an jedem Wochenende solch eine Grillparty angesetzt, bei der jeder sozusagen seinen Seekoller wegessen konnte. Über den Indischen Ozean und den Atlantik verlief insgesamt ruhig und eintönig, bis wir schließlich Rotterdam erreichten, wo unsere Ladung gelöscht wurde. Das Wichtigste für mich jedoch war,
Paula und Christina kamen an Bord.